Hey zusammen, ich habe mal wieder eine kleine Produktempfehlung für euch, wenn ihr nämlich einen neuen Monitor braucht, in Sachen Gaming ein bisschen aufstocken wollt, aber auch nicht allzu viel Geld ausgeben wollt, dann ist vielleicht der ViewSonic XG270 genau das Richtige für euch. Der Gaming-Monitor hat übrigens eine Bilddiagonale von 68,6 cm und somit 27 Zoll. Sehr gut gefiel mir übrigens noch die Höheneinstellbarkeit und auch, dass ihr zum Beispiel an der Seite ein Headset aufhängen könnt am Monitor oder ihn neigen und drehen und kippen könnt, wie ihr möchtet. Da gibt es viele Möglichkeiten, der ist sehr variabel. Auf der Rückseite gibt es außerdem noch eine RGB-Beleuchtung, die noch ein bisschen für Atmosphäre sorgt. Aber was heißt eigentlich Gaming-Monitor? Der XG270 hat eine Reaktionszeit von 1 ms, also das schnellste, was man sich so vorstellen kann für Gaming. Gerade bei reaktionsschnellen Spielen wie Shootern ist es sehr wichtig, dass man eine kurze Reaktionszeit hat. Und da habt ihr genau hier das in dem Monitor, was ihr braucht dafür. Auch noch sehr cool, der Monitor hat 240 Hertz, also werden die Informationen von der Grafikkarte an den Monitor sehr, sehr schnell abgegeben. Somit habt ihr auch ein sehr, sehr flottes und flüssiges Bild. Außerdem, was noch ein Bonus ist, es bietet Nvidia G-Sync. Das heißt, eure Nvidia-Grafikkarte wird synchronisiert mit dem Monitor und ihr habt dann ein perfektes Bildergebnis, habt kein Tearing. Und keine Sorge, wenn ihr eine AMD-Grafikkarte habt, auch da habt ihr AMD FreeSync, also genau dasselbe wie auf Seiten von Nvidia. Einziges Manko mag jetzt vielleicht für manche sein, dass das Bild nur in Anführungszeichen Full HD hat, also 1080p, somit also eine Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Aber gerade für Mittelklasse-PCs ist das eigentlich super, weil ein 4K-Monitor bringt einem jetzt wirklich auch nur was, wenn man eben eine sehr, sehr schnelle Grafikkarte hat, wie jetzt beispielsweise eine 2080 von Nvidia. Und zu guter Letzt, HDR10 hat der Monitor auch noch. Anschlüsse sind natürlich auch ausreichend vorhanden, nämlich zweimal HDMI 2.0er Ports, ein DisplayPort 1.2 und dreimal USB 3.1 Anschlüsse. Eine davon könnt ihr sogar noch nutzen, um aufzuladen, zum Beispiel jetzt euer Handy, weil es gibt auch keine C-Anschlüsse, keine C-Ports. Auch noch ein kleines nettes Feature, ihr könnt in der Mitte des Bildes einen Punkt einblenden oder auch ein Fadenkreuz, was euch beispielsweise in Shootern einen Vorteil gibt, wo man das Fadenkreuz nicht sehr gut sehen kann vom Spiel her aus. Und dann müsst ihr auch keinen Punkt auf den Monitor malen. So, das war es dann schon von meiner kleinen Review. Ich möchte nochmal betonen, ich bin halt wirklich kein Profi, kein Technik-YouTuber und es wirkt alles vielleicht sogar ein bisschen dilettantisch, was ich hier mache. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das nach bestem Willen vorgestellt. Mir gefällt der Monitor sehr gut. Ich werde ihn in Zukunft auch zum Zocken nutzen. Trotzdem hoffe ich, einigen hat es gefallen und ihr schreibt mir das gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Monitor? Und ich danke natürlich auch den Leuten von ViewSonic, die mir das Ding haben zukommen lassen zum Testen und vielleicht kommt in Zukunft ja mal wieder so ein bisschen Technik-Firlefanz bei mir. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, denn mir macht das eigentlich schon ganz viel Spaß. Also gut, ich bin der Bruger, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Ciao.